Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Preset Tutorial. Dieses Preset heißt Read Random EQ Ear Training und ist nichts anderes als ein Training fürs Gehör mit Hilfe von einem EQ. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Legen wir los. So, hier habe ich einen EQ Plus oder EQ Plus. Den habe ich etwas erweitert mit ein paar Modulatoren und der soll mir jetzt beim Hörtraining helfen. Wie funktioniert das? Ich brauche einen Sound, der mindestens 4 Takte lang ist. Warum 4 Takte? Weil der EQ immer 2 Takte lang das Original spielt und nach 2 Takten eine Frequenzband per Zufall auswählt und die dann boostet. So, deshalb sollte das Sample, was ihr da reintut, immer mindestens 4 Takte oder durch 4 teilbar sein, damit das aufgeht. Und zwar sieht man ja hier diesen Punkt hin und her laufen. Das ist quasi die per Zufall ausgewählte Position im Frequenzband von 50 Hertz zu 15 Kilohertz hoch. Und die kann ich anheben durch diesen Gain. Mache ich jetzt einfach mal auf 30% circa und ich kann dann auch noch mal hier den Q verschmälern oder verbreitern, je nachdem, was ich da machen will. Also ich brauche ein Sample, das 4 Takte lang ist, und wenn ich das jetzt geloopt abspiele, seht ihr, was dann passiert. Jetzt wird der Teil verstärkt, der per Zufall ausgewählt wird. Und jetzt wieder der gleiche. Vielleicht kommt noch mal ein anderer. So. Und ihr seht schon, da wird immer ein Teilbereich geboostet. Ich kann das hier auch auf 30 Dezibel und dann stärker boosten für Anfänger, die die Unterschiede nicht so richtig hören. Aber gerade für den Anfang, wenn man so ein bisschen das Gehör trainieren möchte, in welchen Frequenzbändern befindet sich was oder wie hört sich das an in verschiedenen Frequenzbändern, kann man so einen Loop einfach mal laufen lassen, am besten auf dem Kopfhörer, damit man auch die anderen nicht stört. Und dann guckt man einfach mal zu und versucht, sich diesen Sound einzuprägen, der an einer bestimmten Stelle passiert, um den einfach kennenzulernen und sich daran zu erinnern. Und was man dann hier auch dann machen kann, ist, dass man halt sich an dieser Skala auch orientiert. Hier sieht man ja von 20 bis 100, wobei halt hier von 50 Hertz bis 100 Hertz, von 100 bis 1 Kilohertz und von 1 Kilohertz bis 10 Kilohertz und so ein bisschen noch darüber auf 15 Kilohertz. Und am Anfang ist es schon toll, wenn man so ganz am Anfang steht, dass man so ganz nur so ungefähr jetzt so, wenn man das jetzt hier so einmal teilt, sagt irgendwie so links von der Mitte oder rechts von der Mitte. Und dass man das dann im Laufe der Zeit immer weiter verfeinert, dass man sagt, okay, zwischen 50 und 100, zwischen 100 und 1 Kilohertz, zwischen 1 Kilohertz und 10, oder da macht man schon mal zwischen 1 Kilohertz und 5 Kilohertz einen Unterschied und verfeinert sich dann so langsam. Und auch das Verfeinern kann man dann hier auch nochmal schön machen, dass das immer weniger angehoben wird. Das heißt, je besser das Gehör wird, man auch später fürs Mixing so ein bisschen wissen muss, wo welche Frequenzen vielleicht zu stark angehoben sind oder wo sie mehr angehoben gehören zum Beispiel. Das Ganze kann ich natürlich auch noch mal in der Expanded View machen, wenn ich es genau machen will. Und wenn ich jetzt das Device hier auch noch mal ausschalte, habe ich das komplette Fenster. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was das jetzt genau für eine Frequenz ist, kann ich mit der Maus hingehen. Und ich sehe dann hier oben auf der rechten Seite die entsprechenden Werte eingeblendet. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, 3,86 Hertz, Kilohertz, 343 Hertz, kann mit der Maus einfach hin nachfahren. Aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, dass ich jetzt auf das Hertz genau das sehen kann. Ich sollte halt nur, wenn ich jetzt einen Mix höre, soll ich dann wissen, oh, an der Stelle, da klingt das ein bisschen zu überbetont. Da ungefähr muss ich hinspringen und dann kann man immer noch mit einem Frequenzband hin und her sweepen und rausfinden, wo jetzt genau der richtige Punkt ist. Wenn man es natürlich auf das Herz genau hört, ist das schon ziemlich perfekt und hilfreich,
Aber bis dahin ist es ja auch noch ein Weg und es gibt noch ganz viele andere interessante Dinge, die man lernen kann. So, das war's jetzt schon von diesem Preset. Das Preset verlinke ich in der Beschreibung auf meinem Blog. Da könnt ihr das einfach runterladen, völlig frei runterladen. Habt Spaß damit und wenn es euch was bringt beim Hörtraining, würde mich einfach freuen über einen Kommentar, dass ihr das vielleicht benutzt oder dass ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge habt oder wie auch immer. Würde mich einfach über Kommentare freuen. So, und jetzt wechsle ich über zum englischen Teil, um ein paar Leute auch noch damit zu beglücken. Und ich hoffe, ihr habt damit einfach viel Spaß. Und Dankeschön fürs Zuschauen. So, hello, this is the English part of the preset tutorial. This preset is a random EQ ear training. It's training your ears with the help of an EQ. And this EQ Plus I have modified with some modulators here, and the modulators are doing simply that. That is that one modulator is choosing on random basis a frequency band, and with another modulator I can raise this frequency band. And the idea behind that is that I have a sound that is 4 bars long, and every 2 bars it's changing. So in the first 2 bars it's playing the original sound, and then the second 2 bars is it's playing the sound with the raised IQ. Not with the raised IQ, with the raised EQ. So, and it sounds like that if I start playing such a loop. Now it's raising the IQ in the second part of the 4-bar loop. And this helps you to recognize which bands are sounding like what, the characteristic of the sound. So you can just lean back, look at it, and try to memorize how that frequency band sounds. You can raise, if you're a beginner, you can raise the boost, then it's more obvious. Or you can lower the boost. Then you need to have a finer hearing. You can narrow the Q, or you can widen the Q to broad frequency band. You can also expand the view if you want to see the exact values. I play it again. And I close the device view. And you have the values over there in the right upper corner. And you can follow with the mouse. And then you see the exact values of that frequency band if you want to do that. But in the beginning, maybe you just take this this scale, this grid, and you see from 50 Hz to 15 kHz, this is the range. The frequency is jumping around, or the frequency band is jumping around. And in the beginning, if you're really a beginner from the first hour, you just choose, okay, this is 1 kHz, and I have to decide below 1 kHz or above 1 kHz. And if you are getting better and better, so you just take smaller pieces and say, okay, this is between 100 Hz and 500 Hz, and so on and so forth. So I will link the download in the description on my blog. You can download it for free, and I would like to hear from you. Put something in the comments if you like it, if you use it, if you have some ideas how to make it better. I would be happy to hear about it. And yeah, that's it. Thank you very much for listening. See you soon. Have a nice day.
Bye, bye.